Tegement und schwarze Hartstoffbeschichtung. Voodoo oder Wunder? Ich hab's mir für euch angeguckt. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Die Tegementierung bei Sinnuhren ist eine spezielle Technik, die ich euch heute zeigen möchte, damit ihr genau sehen könnt, wie es sich auswirkt und wie Uhren mit Tegmentierung nach jahrelangem Gebrauch aussehen, lasse ich euch im geteilten Bildschirm die ganze Zeit meine Sinnuhr mitlaufen und zeige sie von allen Seiten, um zu zeigen, wie wenig man nach vielen Jahren des Gebrauchs wirklich sieht. Ja, die Tegmenttechnologie von Sinn ist wohl eine der Technologien, die mit am meisten diskutiert wird, weil Kratzer in der Uhr bei Sammlern natürlich immer ein Thema ist, was gerne vermieden wird. Das, was wir so als Kratzer sehen, ist letztendlich eine Lichtreflexion in einer Oberflächenveränderung der Uhr. Wollen wir doch erst einmal gucken, was es überhaupt für Härten bei Oberflächen gibt und wie sich diese unterscheiden. Hierzu schauen wir mal kurz auf die Sinn-Homepage. Härte kann gemessen werden in verschiedenen Angaben. Die wohl üblichste, weil sie linear ist, das heißt 200 wäre genau doppelt so hart wie 100, ist die Skala nach Vickers, die sogenannte Vickers-Härte. Und auf der Sinn-Homepage kann man sehen, dass normaler Edelstahl, und Sinn bezieht sich hier auf den Edelstahl, der üblicherweise bei Uhren verwendet wird, zwischen 200 und 240 Vickers liegt, Titan liegt bei, also Titan Grad 2 bei ungefähr 210, Grad 5 bei 350. Gehärtetes Mineralglas ist deutlich härter, liegt bei 800 bis 900 Vickers. Saphir-Kristallglas gut doppelt so hart wie Mineralglas und am härtesten ist der Diamant. Nun, wir wissen alle, dass Saphirglas Kratzer bekommen kann, aber eben wesentlich schwerer als normales Glas oder aber der Stahl, der das Gehäuse der Uhr bildet. Wo ist aber nun die Tegmentierung einzuordnen? Die Tegmentierung, ach, lassen wir doch mal kurz gucken, was Sinn dazu schreibt zur Tegmentierung. So, hier haben wir also jetzt die Sinn-Homepage. Sinn sagt, die Tegmenttechnologie erhöht den Härtegrad des Basismaterials, hat die Eishärtung abgelöst und bietet einen sinnvollen Schutz vor Verkratzen. Ja, das ist sehr allgemein gehalten und sagt nicht besonders viel aus, wie es denn letztendlich gemacht wird. Ich habe ein klein wenig recherchiert und nach allem, was man lesen kann, und ich glaube, da besteht weitgehend Einigkeit, dass Sinn diese Härtung durch eine Kolsterisierung erreicht. Kolsterisierung ist letztendlich ein Verfahren, bei dem man Kohlenstoff bei relativ niedrigen Temperaturen in das Metallgitter des Basismaterials eindiffundieren lässt, ohne dass sich der Kohlenstoff chemisch mit dem Basismaterial verbindet. Sozusagen quetschen sich die Kohlenstoffpartikel, die Kohlenstoffatome in die Lücken des vorhandenen Stahlgitters. Der Vorteil ist, dass das Basismaterial dadurch deutlich härter wird, ohne aber die negativen Eigenschaften von Kohlenstoffstahl anzunehmen. Wer Messer sammelt, der kennt das. Kohlenstoffstähle neigen dazu, schneller zu rosten. Sie sind zwar härter, aber rostempfindlicher. Wie muss man sich das Ganze bildlich vorstellen? Auch hierzu schauen wir uns einmal die Sinn-Homepage an. Hier geht es also nicht um eine Chemie der Stunde, sondern darum, wie diese Härte sich im Material verteilt. Und dafür schaue ich einmal auf den Eintrag der Hartstoffbeschichtung. So, hier kann man also jetzt sehen, dass der tegmentierte Bereich grau dargestellt wird. Je dunkler, desto härter. Und man kann gut sehen, dass der Härtegrad von sehr hart im oberen schwarzen Bereich bis weicher in den helleren Bereich
sich verändert. Der große Vorteil dabei ist, dass das Material elastisch bleibt und es keinen harten Übergang gibt zwischen sehr hart und sehr weich, was dann gegebenenfalls zu dem sogenannten Eierschalen-Effekt führen kann, den man von früher kennt, wenn Uhren mit weichem Basismaterial hart beschichtet wurden. Irgendwo angeeckt und schon hat das weiche Material unter der harten Beschichtung nachgegeben und die Beschichtung oben ist weggeplatzt und eingeknickt. Das soll durch dieses Verfahren vermieden werden. Ja, jetzt haben wir gehört, wie es geht, was es bewirkt, aber um wie viel härter ist es denn nun tatsächlich? Was die Tegmentierung betrifft, äußert sich Sinn dazu leider nicht wirklich. Ich habe viel gelesen, viel recherchiert in verschiedenen Foren, habe mir auch verschiedene Einträge über Kolsterisieren angeguckt und je nachdem, bei welcher Temperatur, welche Art von Kohlenstoff, welche Materialien dort eindiffundieren lassen, wie lange man das Ganze macht, hat also eine kolsterisierte oder, um im Sinnsprachgebrauch zu bleiben, eine tegmentierte Oberfläche eine Härte von bis zu 1800 Vickers, was also eine Ver-7- bis Verachtfachung der Härte des Basismaterials des Stahls bewirkt. Und das finde ich schon mal eine Hausnummer. Und wie ihr im parallel mitlaufenden Video meiner U1 sehen könnt, ist es auch wirklich eine Technologie und ein Verfahren, was sich de facto bewährt hat. Zur Hartstoffbeschichtung, die auf die tegmentierte Oberfläche aufgebracht wird. Und hierbei handelt es sich um eine PVD-Beschichtung. PVD bedeutet, dass ein als Feststoff vorliegendes Material verdampft wird. Dieser Dampf wird auf die Oberfläche aufgebracht, schlägt sich dort nieder und bildet dann eine harte Oberfläche. Der Vorteil ist, dass es wirklich nur eine Beschichtung ist, dass die chemische Zusammensetzung des Ausgangsmaterials nicht verändert wird und man in unterschiedlichen Durchgängen oder unterschiedlichen Bedampfungslängen auch unterschiedliche Dichten dieser Schicht erreichen kann. Sinn schreibt auf der Homepage, dass die von Ihnen angewandte PVD-Beschichtung eine Härte von 2.000 bis 3.000 Vickers erreicht, je nach Ausgangsmaterial, je nach Dauer und je nach Uhr, sodass wir sagen können, dass die schwarze PVD-Hartstoffbeschichtung bei Sinn mindestens so hart ist wie ein Saphirglas, vielleicht sogar bis zu 50% härter und auch tendenziell nicht den Eierschaleneffekt aufweist, wie es bei anderen beschichteten Uhren ist, die eben keine tegmentierte Schicht unter der schwarzen Hartstoffbeschichtung haben. Ich finde das alles sehr, sehr sinnvoll und in meiner erlebten Praxis hat es sich auch extrem bewährt. Keine meiner Uhren, ob es die schwarze U1 war oder meine tegmentierte 856, meine tegmentierte U1, meine tegmentierte 756, haben irgendwelche Spuren. Und um das zu belegen, habe ich euch ja die ganze Zeit meine U1 parallel mitlaufen lassen, sodass ihr sehen könnt, dass diese U1 mit ihrem entsprechenden Alter wirklich, wirklich gut aussieht und nicht die üblichen Spuren des Lebens hat. Insofern, Tegmentierung und Hartstoffbeschichtung aus meiner Sicht kein Voodoo, kein Wunder, aber eine sehr, sehr, sehr sinnvolle Technologie. Manchmal sieht man, dass diese Schichten anfangen zu glänzen. Das ist in den allermeisten Fällen aber nur eine Politur. Ich zeige euch das auch in dem Video an meiner U1. Am Armband an einigen Gliedern sieht man das und am Anstoß des ersten Glied mit den Hörnern hat also einen ganz kleinen polierten Bereich. Ihr habt das schon gesehen oder seht es noch in dem Video, was parallel läuft. Und auch bei schwarz beschichteten Uhren hat man den gleichen Effekt, dass eigentlich etwas matte Schwarz der Beschichtung glänzt und das kann dann auch schon mal je nach Lichteinfall metallisch wirken, ist aber in den allermeisten Fällen nur eine Politur des matten schwarzen Materials. In all meiner Zeit, in denen ich mich mit Uhren beschäftige, habe ich eigentlich nur eine schwarz beschichtete Sinn gesehen, wo die Beschichtung wirklich großflächig abgerieben war. An den Kanten der Lünette, über die Jahre kann es passieren, an den Kanten der Schließe vielleicht auch, aber
Großflächig auf Gliedern oder Gehäusen habe ich nur ein einziges Mal gesehen und das war die Uhr eines Motorradfahrers, der sie lange Zeit auf langen Fahrten bei hohen Vibrationen unter der Schutzkombi getragen hat. Und da ist es dann tatsächlich passiert, dass sich die schwarze Hartstoffbeschichtung abgerieben hat. Ja, das war also soweit mein Video über Tegmentierung und Hartstoffbeschichtung. Aus meiner Sicht ein Doppelplus. Und ich liebe diese Technologie und würde mir wünschen, dass sie zumindest optional in mehreren Sinnuhren angeboten wird. Und ich hoffe, ich konnte euch dieses Thema ein klein wenig näher bringen. Falls euch mein Kanal gefällt, lasst mir ein Abo da, Daumen hoch, Glocke an, ihr kennt das alles. Und bis dahin, euer Watchmaxe.